Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Machen wir weiter. In der Villa von Arkham müssen wir nach Forschungsergebnissen zu Jokers Krankheit suchen. Naja gut, es ist halt Joker, was man... Oh, der hat eine Knarre, ich hab's gewusst. Ich sagte, ich weiß es nicht. Sie könnte überall sein. Die Schnauze. Ich fänd's echt gut, wenn die Wachleute sich hier ein paar Waffen schnappen. Dann könnten sie sich gegen diese Penner hier wehren. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn Sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und Ihnen sagen, dass du kommst. Das ist ja nett. Upgrade für Batarang verfügbar, okay. Schauen wir mal ganz kurz rein. Wayne Tech. Upgrade für Batarang. Zwillingsbatarang wird es wohl nicht sein, auch nicht der Fan. Der ist neu. Schallbatarang sendet auf der Frequenz der nächsten Arkham-Selbstmordmanschette und lockt diesen Gefolgsmann an. Auf diese Weise können Gegner von wichtigen Orten weg oder in Fallen gelockt werden. Kann nach dem Wurf vorübergehend nicht erneut eingesetzt werden. Ja gut, also sinnlos für mich, weil ich brauche sowas nicht. Schauen wir mal, ob ich es nutzen werde, aber... Natürlich ist das Objekt, was gesucht wird. Was muss ich denn hier suchen übrigens? Aha, 4 Tonbänder gibt's noch und insgesamt noch 9 von diesen... insgesamt noch 9 von diesen Fragezeichen. Also der Riddler mit seiner Überheblichkeit, irgendwie nervt er so ein bisschen langsam, finde ich, ne? Als wäre er das Supergenie, ich muss hier nur Fragezeichen einsammeln, das ist doch nicht... Wofür man ein Hirn benötigt, einfach nur gute Augen braucht man da, okay... Strukturelle Schwäche. Da oben ist ein Sicherheitstor. Was haben wir hier? Da ist gar nichts. Aha. Okay. Das sieht aus wie so ein Vogel irgendwie, dieses Abteil. Was kam da? Verbindliche Bitte um Verleumdung. Okay. Verleumdung in diesem Raum. Oh nein! Sag uns, wo die Schatte ist. Sag es uns, oder wir schneiden deine andere Hand ab. Mach, was du willst. Ich rede nicht. Aber sicher, Harlow, sie ist auf dem Weg nach oben. Sie kennt Wege, deine Zunge zu lösen. Und du willst sicher herausfinden, wie sie das anstellt. Sie kann machen, was sie will. Ich rede nicht. Und Punkt. Schneid mich los. Kämpf mit. Ihr Hakenmann gehört. Ja. Lass mich zu, was Batman ihn kriegt. Ach, das ist doch hier der Hakenmann, unser Kumpel da. Der eine Wächter. Der Wächter wird dafür bezahlen, dass er mir meine Sachen abgenommen hat, als ich hierher kam. Oh nein, der hat ja so eine Selbst... Nein! Ich glaube, jemand hat euch ein Geschenk da gelassen. Da hat er diese Manschette, verdammt. Ich hasse diese Teile jetzt schon, ne? Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir! Wach auf! Hörst du mich? Wach auf! Oh, das war knapp, Leute. Das war knapp, das war knapp. Jetzt geht er die Treppen runter, oder? Schau mal da, Kerl. Ich will dir was sagen. Moin! Hat er auch eine Manschette? Ja, natürlich. Die haben alle so eine blöde Manschette, Leute. Ich mag das nicht. Das gefällt mir nicht. Ich sag ja, ich muss mich immer so an diese Geschwindigkeit erstmal wieder gewöhnen. Wenn man es gewohnt ist, die ganze Zeit zu prügeln und dann auf einmal muss man wieder gestelzt vorgehen. Das ist total ungewohnt. Dreht euch mal um. So. Der kann ruhig Alarm geben. Ich meine, das ist mir wurscht. Aha, aha, aha. Hey, hier drüben ist jemand aufgeknüpft! Ja, ja, geht da mal hin. Ruhig, ich komm zurück. Kann ich atmen?
Blödmänner. Ihr seid so doof, wisst ihr das? Ernsthaft. Kennt jemand einen Weg hier raus? Ein Fehlschuss weiter. Wir kommen zurück, wenn die Fledermaus tot ist. Blall. Und ich hab jemanden gefunden. Hier drüben. Mhm. Du auf. Auch du, Brutus. Es ist die Fledermaus. Oh, nö. Och Leute, der letzte. Verdammt. Ja, jetzt habe ich mich verleiten lassen. Ich wegen dem doppelten Ausschalten. Nein, du kannst zwei auf einmal. Blall, kann ich gar nicht. Leute, ich hab's geschafft. Ich ärgere mich gerade so über mich selbst. Warum machst du... Hol Joker ans Funkgerät. Sag ihm, dass er nichts sagt. Sag uns, wo die Schlacke ist. Sag es uns, oder wir schneiden deine andere Hand ab. Mach, was du willst. Ich rede nicht. Aber sicher habe ich die Menschen auf dem Weg nach oben. Sie kennt Wege, deine Zunge zu lösen. Und du willst nicht herausfinden, wie sie das anstellt. Jungs, ihr könntet mal auf den Gehwegen nachsehen. Ich glaube, jemand hat uns ein Geschenk dagelassen. Ich finde das auch ein bisschen seltsam. Ich meine, Joker hat hier die ganze Zeit die Übersicht über seine Kameras und schnallt nicht, dass ich seine Leute eine nach dem anderen hier auseinandernehme. Passiert. Ja, komm, schnell, schnell, schnell. Es waren sechs Typen, alle bewaffnet. Nicht mehr. Bleiben Sie ruhig, ich komme zurück. Wer so ganz locker einfach mal redet. So, nicht mehr, ich mach sie alle fertig. Ach, deine Mutti. Ich zeig dir Fotos von ihr. Dreh dich rum jetzt. Ich brauch keine Zuschauer. Also, nicht bei dem, was ich jetzt mache mit euch. Generell freue ich mich ja. Du hast Joker gehört. Ach Mann. Ihr Penner. Hey, geh von mir runter! Ich bin gar nicht. Ah! Was hast du immer für Probleme, du Arsch? Helf mir, schnell, ich leg dich um. Soll ich es nochmal riskieren? Macht er das nur immer? Es ist Batman! Nein! Nein. Ah, schnell weg. Oh Gott. Könnte nochmal gut gegangen sein. Ja, ist es. Ist es. Penner. Arschclown. Danke. Batman, wir sind gefesselt. Wir brauchen Hilfe. Okay. Na, ich helfe euch ja schon. Aaron Cash, so hieß er. Danke. Wo ist Dr. Young hin? Ich habe ihr geraten, sie soll abhauen. Die Typen haben sie gesucht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich im Büro verstecken. Bewahrt sie da die Unterlagen auf? Vermutlich. Sie wollte unbedingt rein. Ihr Büro ist da drüben. Wann war das? Ich muss ihre Aufzeichnungen finden, bevor sie Joker in die Hände fallen. 20 Minuten, vielleicht mehr. Was ist so wichtig an den Aufzeichnungen? Joker will sie haben. Das macht sie wichtig. Bleiben Sie hier. Ich werde sie finden. Kein Problem. Ich versuch's mit dem Funk. Ich sehe nach, ob jemand da ist. Ich überlege auch die ganze Zeit. Es ist eigentlich schon ganz logisch, dass danke Batman... Für die Hilfe vorhin. Hallo, oh, hallo. Kein Ding. Falls ach, ihr seid... auf diesem Kanal sendet, noch mehr. Bitte melden. Eigentlich kein Wunder, dass Batman nur nachts agiert. Denn überlegt mal, wenn der tagsüber was machen würde... Ach so, da. Zentralaufsicht, dann würde ja melden. Jeder irgendwann die Bräunung sehen um seinen Mund herum von Sonnenlicht. Stell dir vor, nur der Teil hier, der sichtbar ist, der wäre dann komplett gebräunt und der Rest Achtung absolut auf, bleich. Hört ihr mich, over. Das fände ich sehr lustig, diese Vorstellung. Naja. Ist Amadeus verrückt geworden oder war ihm nur schwindelig? Du suchst selbst die Aufzeichnungen, Pat. Na, viel Glück. Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das die Ärztin bearbeitet. Die quetschen die Formel schon aus ihr raus. Oh. Da muss ich irgendwie reinkommen. Ganz zu schweigen von der Armee von Clowns, die da alles auseinandernehmen. So oder so kriege ich die Formel. Wieso gibst du nicht auf? Los, leg dich hin und hin. Sei dein bester Freund. Sei dein bester Freund. Nein. Oh. Aha. Objekt nicht erkennbar. Außer Sichtweite.
Hä? Ach ja, ist Amadeus Vollkorn oder war ihm das schwindelig? Wie hat er das gemacht, frage ich mich gerade. Krass. Aber ja, das ist wie diese Steine, die ich finde von Amadeus. Ihr wisst schon, diese Steine, das ist auch im Kreis geschrieben, diese Botschaft. Jetzt bin ich hier oben drauf. Na, guck mal. Das geht ja wie von selbst hier alles. Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich hab... Das hast du vor 10 Minuten gesagt. Du kannst es ihm sagen, ich werd's nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf, verdammt! Du bist ein Idiot, Joker noch nicht... Die Feder raus! Bam! Bam! Nein! Nicht stehen! Warum bist du nicht liegen geblieben? Was ist irgendwas mit einem Ghoul, wenn der Ghoul sich Schläger versuchten, in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich kenne nur einen Ghoul, Ra's al Ghul. Guck mal, wie schön ein Rollstuhl. Ist das der? Kein Objekt geortet. Na gut. Ra's al Ghul ist Batmans Lehrmeister. Das war der Anführer des Assassinenordens. Liam Neeson. Erster Film. Also Batman, ne? Dr. Young. Ne, hier ist es bestimmt nicht. Der wollte doch ganz Gotham vergiften mit diesem komischen Zeug durch die Kanalisation und so. Ich weiß halt echt nicht, wie es in den Comics war. Ich gebe nur das immer wieder, was ich aus den Filmen kenne. Ne? Objektzug. Ah. Ra's al Ghul. Ist das Ra's al Ghul? Tatsächlich. Schon wieder sowas Leichtes. Sei nicht zu stolz, Batman. Okay, oh, das sieht ja komisch aus. Über die frühen Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghul ist nur wenig bekannt. Fest steht nur, dass der Kopf des Dämons, so sehr die Übersetzung seines Namens, die Jahrhunderte dank der Lazarusgruben überdauert hat, die ihn auf wundersame Weise immer wieder verjüngen. Ra's al Ghul ist ein strategisches und organisatorisches Genie, das sich die Bewahrung der Erde vor der ökologischen Zerstörung durch die Vernichtung eines Großteils der Erdbevölkerung zur Aufgabe gemacht hat. Was? Na gut, sein Ziel ist vielleicht ehrenvoll, aber doch nicht auf die Weise. Batman ist in seinen Augen ein würdiger Gegner und potenzieller Verbündeter, obwohl dieser seine Sicht der Dinge naturgemäß nicht akzeptieren kann. Batman selbst verbindet eine Hassliebe mit Al Ghuls schöner Tochter Talia. Oh, Talia. 1971. Genialer Denker und Stratege, überragende Kraft und Ausdauer, herausragender Nahkämpfer mit 1000-jähriger Ausbildung, dank seiner Lazarusgruben nahezu unsterblich. Befehle ich deine Legion von Anhängern, die sich der Realisierung seiner Vision eines irdischen Paradieses verschrieben haben. Ach, ist das schön. Paradies. So, da komme ich wieder raus. Tür verschlossen. Na super. Na super. Was haben wir hier denn noch? Ja, Dr. Youngs Büro. Warte mal, ich habe es eben gesehen. Da war irgendwo ein Zugang. Ja, man sieht sie ja. Da sind überall so kleine... Hier, diese... Ne, die da... Hier ist zu. Also, ich dachte, das wäre der Apparat, der da so... Oh, das sind... Ach. Hab schon. So. Interessant. Oh. Tote Ratten. Ich dachte eben, das wäre was anderes. Was Netteres. Also ein Fragezeichen. So, gehen wir mal gucken. Ja, da sind wir doch. Wunderbar. Was soll uns das bringen? Ich meine, Joker ist verrückt, das wissen wir doch. Warum sollten wir seine Aufzeichnungen finden? Handabdruck. Dr. Youngs Fingerabdrücke. Ja, das ist schön.
Was? Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Krass. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung. Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Was? Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Mit Marzipan und Kätzchen. Oh, wie goldig. Objekt außer Sichtweite. Objekt zu klein. Was ist das überhaupt für ein Rätsel? Das will ich jetzt noch wissen. Yay. Buchstabe aus dem Nichts. Ein Vogel im Regen. Hauptperson, nee. Ach, hier ist das. Wie maskierst du deine Gefühle, ohne die Kontrolle zu verlieren? Ja, Black Mask natürlich, ne? Ja. Black Mask. Sehr interessant. Ich glaube, das ist so ein Verrückter, der mit seiner Maske verschmolzen ist. Nach dem mysteriösen Feuertod seiner millionenschweren Eltern erbte Roman Sionis ihr Vermögen und führte ihren Kosmetikkonzern an den Rand des Bankrotts. Als ihn Bruce Wayne durch den Aufkauf des Unternehmens vor dem Ruin bewahrte, schnitzte er sich Sionis aus dem Fragment des Ebenholzsarges seines Vaters eine Maske und begann seinen Rachefeldzug. Wart. Als sich die Maske nach einem Gefecht mit dem dunklen Ritter in sein Gesicht brannte, wurde aus Roman Sionis der Bösewicht Black Mask. Heute ist Sionis einer der gefürchtetsten und mächtigsten Mafia-Bosse der Stadt. Achso, also kein Superheld. Ich dachte immer, also so ein Super-Schurke. Ich dachte immer, das wäre einer, aber das ist wohl nur ein verrückt gewordener Mafia-Boss. Ach ja, irgendwas habe ich... Ja, der wurde... Der, ich glaube... Ich glaube, er konnte es Bruce Wayne nie verzeihen, dass er einfach seinen Konzern aufgekauft hat. Warum auch immer. Ich meine, was daran schlimm? Ja, fang. Hallo. Kannst du nicht zuhauen, Mensch? Kritischer Angriff. Bam. Nein. Hallo? Wo ist der hin? Hallo. Bam. Oh, ist das so lustig. Einfach mal jemanden in den Schädel zertrümmern. Patientengespräch Nummer 6. Dr. Crane ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich wahnsinnig ist. Guten Abend, Steven. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bewältigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch in Therapie. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste, das ist alles wirklich sehr faszinierend. Aber Sie waren ein angesehener Arzt. Ein brillanter Geist. Und jetzt nur ein weiterer Insasse in Arkham. Kann ich einen Drink haben? Einen richtigen? Solche Fragen langweilen mich. Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wovor fürchten Sie sich denn? Mhm. Seine Spielchen mit der Furcht, ne? Der gute Dr. Crane. Oh. Jetzt ist das hier kaputt, diese Türsteuerung. Oh, ja. Sitzt da wieder einer drin? Nee, das sind nur die Gebisse. Letztes Mal hat da einer drin gesessen im Krankenflügel. Da ist er. Ah. So, wo sind denn die Fingerabdrücke? Ne. Wie, die sind bewusstlos? Achso, das waren die... Och nee, die habe ich doch gerade befreit, die Wächter, oder? Och Mann. Seht ihr, das meine ich. Batman tötet nicht. Aber er könnte sie wenigstens fesseln, seine Gegner. Die wachen doch wieder auf und töten dann alles, was hier rumläuft. Das ist total bekloppt. Ich weiß nicht. Hier ist eine ganze Armee. Wer war das? Das ist die Fledermaus. Er ist hier. Er muss es sein. Ja. Vielleicht war es selbst. Der Typ ist verrückt. Ich habe eure Freunde fertig gemacht und jetzt mache ich euch fertig. Selbst lässt niemanden am Leben. Es ist die Fledermaus! Hi. Au. Komm mal her. Fang deine Stange hier. Willst du nicht? Na denn. Boah. Okay, also wenn ich hier diesen Sprung mache, das hier, dann kann ich damit die Kombo strecken. Das ist ja cool. Nett. Warte mal, die Hauptfigur ist bestimmt er hier. Wie auch immer das sein mag. Nö, ist er nicht.
Was nehmen wir denn? Lebensenergie bringt ja nichts mehr. Guck mal, wie viele Upgrades ich schon habe. Das ist ja voll super. Ausschalten Spezialkombo. Nehmen wir mal das. Guck mal, wie Batman... wie er aussieht. B und Y, ja, die sind gut zu erreichen. Alles klar. Liebe Leute, ich beende den Part. Ich würde mich sehr auf Feedback freuen. Gebt mir eine Bewertung auf das Video. Schreibt mir was Nettes drunter. Wäre nett von euch. Wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Batman Arkham Asylum.